Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen zum neuen Video zum Thema Frühling, Körbe, ein bisschen österlich ist auch was dabei. Ich habe mir so eine richtig schöne Kombination ausgedacht und die Hauptrolle spielt hier dieser tolle Korb in dem Video. Da habe ich zwei Ideen dazu und es lohnt sich also immer bis zum Schluss dran zu bleiben, weil es gibt so viele Tipps und Tricks während dem Video. Da zeige ich noch einiges und das folgt jetzt gleich. Bevor wir mit dem Video starten, muss ich euch noch mal was ganz Besonderes zeigen. Das sind Tillandsien. Das sind so Pflanzen, die von Luftfeuchtigkeit, also die kann man nur immer ansprühen und davon ernähren die sich. Und ich habe die so im Großmarkt gefunden und dachte, wow, die sind wunderschön. Ich habe die auch schon mal auf dem Adventskranz mit Eukalyptus verarbeitet und dann habe ich gedacht, ach, die sind ja eigentlich so toll, dass man, ich suche ja immer nach besonderen Deko-Ideen. Und dann habe ich die jetzt, weil Orchideen hätten es ja auch gern feucht und hätten gern genug Feuchtigkeit. Und hier habe ich jetzt die Tillandsie genommen und habe die einfach bei einer hübschen Orchidee dazu dekoriert. Und ich finde, das macht die Orchidee so, das ist so schick und auch noch mit diesem Macchiato-farbenen Topf. Und wie ihr wisst von meinen Videos, Ihr könnt ja ganz viele Sachen auch sagen, Margit, schick mir das doch. Und also diese Tillandsien, wenn ihr auch bestellt was, die würde ich auch versenden. Ihr seht, ich habe hier noch ein paar, da kostet eine 5 Euro. Und die sind richtig, richtig edel. Und die hätten gern einfach immer mal so einen Sprühstoß, ein bisschen feucht. Die Orchidee findet das auch toll. Und die halten sich dann ganz toll. Also die halten tatsächlich auch ohne Wurzel und sehen wirklich von hinten hier so aus. Und ich habe die einfach genommen und habe die mit einem Draht in der Orchidee fixiert. Und das Schöne ist auch, finde ich, dass es hier diese breiten Stücke und die schmalen, also es ist was Schönes. Es sind immer so Besonderheiten und die zeige ich gern, weil das ist nicht so alltäglich. Und genau deswegen guckt ihr ja, glaube ich, auch gern die Videos. Ja, hier habe ich auch echt eine Beauty. Die ist echt der Hammer. Das ist jetzt zum Beispiel auch eine Orchidee. Da haben wir gesagt, wow, die ist... Was die für Blüten hat, die musste ich euch auch mal zeigen. Also, dass die noch nicht weg ist, das wundert mich, weil ich glaube, jeder, der die entdeckt, wird sozusagen, wow, also die ist der Knaller. Und auch ich bekomme nicht immer solche so schöne Sachen, aber ich suche im Großmarkt richtig emsig nach den schönsten Sachen und gebe mir die größte Mühe. Und die schönsten Sachen, da wollte ich euch doch auch noch mal zeigen. Ich schwärme ja immer so von den Inka-Lilien, sprich als Dromerien. Und da muss ich mal welche rausnehmen. Das ist also so eine Blüte, die ich liebe. Und das sind jetzt wahre Prachtstücke. Und das sind diese Blüten, die ich also auch oft... Moment, ich drehe mich gerade hier rüber. Das sind diese Blüten, die ich auch oft im Video zeige. Die lassen sich ganz toll zu Rosen binden, zu Tulpen. Das ist... irre. Also das ist so eine richtig, richtig tolle Besonderheit. Und die sind nicht immer so schön, aber wenn ich mal so was Schönes habe, dann muss ich euch das zeigen, weil so in diesen rundgebundenen Sträußen ist das total prächtig. Ja, und ansonsten ist wieder alles da. Wir haben wieder Blüten in Hülle und Fülle. Und ich glaube,
Wir gehen aber jetzt mal zur Werkbank und gehen zu unserem heutigen Video, weil ich habe mir so schöne Sachen für euch ausgedacht. Kommt einfach mal mit. Ach ja, und bevor ich starte, ich habe so viele Päckchen im Auto und habe so diese schönen Holzhasen, diese Mango-Holzhasen. Noch bekomme ich sie nach. Oft ist es ja tatsächlich so, dass ich bei meinem Anbieter, dass ich den Bestand einfach leer verkaufe, weil ihr so fleißig bestellt. Und ich habe die ja so versendet, auch mit Grenzen oder wenn man einfach nur ein bisschen Heidelbeere dazulegt. Ein paar Kätzchen, ein paar Wachteleier. Also die sind eine richtig tolle Deko. Und tatsächlich, es kamen auch ein paar Kunden in den Laden und haben die gesehen und haben gleich gesagt, die nehme ich mit. Und ich habe sie noch nicht mal im Laden dekoriert, weil ich habe noch nicht auf Ostern dekoriert. Aber die zwei, die sind echt toll. Also ich hab noch genug, das Pärchen, 20 Euro. Ihr wisst ja immer, wo ihr bei mir bestellen könnt. Und ich lasse die mal hier stehen, die gucken jetzt beim Video zu. Ja, und unser Korb, da habe ich zwei Ideen dazu. Die erste Idee ist, dass ich diesen Korb eigentlich gern als Vase benutzen würde. Und das Schöne ist, entweder man nimmt eine schöne Vase, klar, da habe ich jetzt eine richtig schöne, die haben auch viele von euch schon von mir bekommen, die verschicke ich auch. Diese Vase, das ist ja dieses dicke Glas und da gibt es ganz tolle Videos dazu, die blende ich euch oben nochmal ein, was ich für schöne Ideen hatte, gesteckt oder gebunden. Und die, ja, heute habe ich beschlossen, in diesen Korb kann eigentlich auch das alte Glas von den Essiggurken rein, also irgendein Glas. Und ich wollte diesen Korb gerne quasi als Vase verwenden, aber damit das Wasser natürlich drin bleibt, brauche ich auch, Moment, wo ist meine Gießkanne hier, brauche ich natürlich ein Glas. Und egal wie alt das ist, die Idee ist eben diesen Korb mit Blüten zu füllen und den eben als Blumenkorb zu verwenden. Und das geht dadurch auch so toll, weil der sich so verjüngt. Die meisten Körbe sind gerade oder sind so, dann geht es natürlich nicht so gut. Hier ist es super. Noch ein Trick. Damit man die Blumen toll anordnen kann, ist der Aludraht. Der Aludraht ist jetzt ein 2 mm Aludraht. Wer bei mir bestellt, kann gern auch einfach mal so 2-3 Meter mitbestellen. Und was ich jetzt mache mit dem Aludraht, ich mache einfach ein Knäuel, so ganz wild. Und dieses Knäuel, das nehme ich jetzt nochmal hier raus, damit man es dann auch gut sieht. Dieses Knäuel, das mache ich jetzt in die Vase rein. Und damit kann ich die Blumen, habe ich immer eine Halterung für die Blumen. Ich erspare mir dadurch den Steckschaum und das ist auch zum Thema umweltfreundlich. Das heißt, den Aludraht, der rostet nicht, den kann ich immer wieder verwenden und den stelle ich jetzt hier rein. Mache in diese Vase ein bisschen Heidelbeere rein und ich wollte gerne einfach ein paar schöne Blumen ganz lässig einstellen. Also das muss jetzt nicht, das muss nicht viel sein. Nehm ein bisschen Grün und kann hier durch meinen Aludraht habe ich also auch wirklich sehr schön Halt. Wobei ich eigentlich bräuchte ich, man sieht auch wirklich so, es ist jetzt schon mit zwei Stielen Heidelbeere. Die Heidelbeere bekommt ihr beim Floristen oder bei mir haben auch einige bestellt und haben schon gesagt, Margit, mach mir doch bitte ein bisschen Heidelbeere mit ins Paket rein. Und das habe ich jetzt heute auch schon gemacht und das gibt es natürlich auch zur Bestellung. Könnt ihr das mit dazu bestellen, das ist keine Frage. Also man braucht gar nicht so viel und man braucht auch gar nicht so viel Blüten. Ich nehme jetzt von den Tulpen. Hier ist übrigens auch was ganz Witziges. Hier ist noch Papier. Dann habe ich gerade gedacht, oh, warum ist das Papier hier? Der Grund ist, wir packen die Tulpen oft nachts ein. Packen die so ein, stellen die kühl und wenn die nachts eingepackt werden im Papier, also richtig schön eng und kühl gestellt, zum einen ziehen die sich dann nachts grad und zum anderen, die gehen dann nicht so schnell so weiter auf. Und das ist natürlich eine tolle Methode, dass die Tulpen gut halten. Entschuldigung, dass die Tulpen gut halten. Und das war jetzt noch das Papier vom Einpacken. Das haben wir einfach, das ist noch der Rest. Ja, dann brauche ich die Tulpen in die Heidelbeere einfach nur ganz lässig einzustellen. Die Frage ist immer, habe ich eine Vorderansicht oder will ich es rundum?
wenn ich eine Vorderansicht habe, dann kann ich natürlich die Tulpen, dass die sich so zum Zuschauer beugen, in dem Fall jetzt zu euch. Ja, und mach einfach ein paar Tulpen rein. Schön ist auch noch was Lässiges dazu, eine Kalanchoe im Schnitt. Die gibt es auch als Topfpflanze. Und das ist jetzt im Schnitt. Ich nehme immer, man sieht hier auch, ich nehme immer ein Messer und hier sieht man auch, wie schön dieser schräge, lange Anschnitt, damit diese Kalanchoe gut versorgt ist. Und ich würde die nur ein bisschen kürzen. So, immer mit dem Messer, nie mit der Schere anschneiden. Das quetscht die Stiele. Und es ist schön, wie es so verzweigt. Es gibt schon so ein Leben in diesem Arrangement. Ich muss mir natürlich immer ein Plätzchen suchen in meinem Aludraht. Also wenn ich den Aludraht nicht hätte, dann würde es natürlich viel mehr auseinanderklappen und einfach auseinanderfallen. Und dann fand ich natürlich auch sehr, sehr schön, und da habe ich im letzten Video auch mal drüber gesprochen, die Ranunkel. Und die Ranunkel, da hatten wir es davon, dass die Ranunkel besser hält, wenn die gedrahtet ist. Und ich nehme hier einen Draht. Also entweder kann ich durch den Kopf gehen mit dem Draht und kann, ich mache das jetzt einfach mal fürs Video, ich gehe durch den Kopf mit dem Draht und dann komme ich meistens, kommt der Draht hier irgendwo raus und ich kann den Draht dann um den Stiel schlingen. Ja? Das mache ich jetzt nicht, weil ich wollte euch noch eine andere Variante zeigen. Das ist, man muss immer gucken, dass man die Mitte trifft, weil der Stiel ist innen hohl und mit ein bisschen Glück und Geschick schaffe ich es dann tatsächlich. Man sieht also, der Draht verschwindet und man sieht ihn nicht mehr. So, und hier sieht man jetzt auch, wie er im Blütenkopf ist. Ich drücke ihn noch vollends rein. Und jetzt ist diese Ranunkel, der Draht ist nicht sichtbar und die Ranunkel ist innen gedrahtet. Und dadurch hält die natürlich ganz toll und bleibt viel länger stehen, weil oft halten die Blütenköpfe. Die halten oft länger, viel länger als der Stiel, und die klappen ja oft so um, wenn die ein bisschen reifer sind. Ja, und so bleibt die Ranunkel natürlich ganz toll stehen. So, das Spielchen, ich wiederhole das nachher. Ich wollte jetzt nur die Ranunkel einfach in das Arrangement nochmal mit reinmachen, dass das perfekt ist. So, und theoretisch kann man ja auch, es ist ja Frühling, habe ich also eine wunderschöne Birke. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, und zum Thema Frühling. Ich habe wunderschöne Birke ergattern können im Großmarkt. Also das ist ja selten, und die sind auch jedes Jahr anders. Und dieses Jahr haben die ja ganz besonders viele von diesen schönen Würmchen. Ich weiß nicht, wie die korrekt heißen, sorry. Aber ich finde sie bezaubernd. Und wird jetzt gar nicht viel machen, aber man kann ja einfach die Birke nochmal hier oben so als kleinen Kragen hier rumlegen, nimmt dann so ein Drähtchen und verschließt es, und dann hat man schon ein wunderschönes Korbblumenarrangement mit ganz wenigen Mitteln und kann die Birke natürlich dann auch wieder verwenden. Das ist jetzt einfach nur mal so gedrahtet, und das Schöne ist ja auch, dass die Birke hier, dass die so schön ja noch fließt. Ja, ich mag das so, diese Bewegung, die die hat. Ja, und so hat man sich doch im Korb ein schönes, blumiges Arrangement gemacht. Aber das ist jetzt nur die erste Idee. Die zweite kommt jetzt, und die wird österlich. So, ich gönne jetzt mal den Hasen. Meinen süßen Hasi ist noch eine kleine Deko. Und ach, so könnte man sich das ja schon fast am Tisch zu Hause hinstellen. Hm, toll. Das gefällt mir total gut und ist eigentlich auch süß, die Birke an der Vase. Ja, aber das ist jetzt noch nicht alles, weil es wird jetzt österlich. Ich habe also was ganz Tolles ergattert. Ich hab mir unheimlich viel Gedanken gemacht, was ich so in den Videos zeigen kann. Und ich möchte euch ja auch immer viele, viele schöne Ideen, wie ihr auch Körbe und auch Sachen, die ihr von mir schon bestellt habt, wie ihr die wiederverwenden könnt und wieder eindekorieren. Also ich finde es immer schön, wenn man zum einen selber Sachen, ich sage mal, auch mal in der Natur sammeln kann, oder zum anderen auch, dass man, ja, dass nicht alles nur
künstlich ist, noch nicht gekauft. Ich bin einfach, ich bin ein totaler Naturkanal. Und Natur? Ja, Natur. Und ich habe diese Kokosschiffchen angeguckt und habe gedacht, genau, Hasi. Die haben mich dann doch so an so Osterhasenohren erinnert. Und das sind wirklich so Kokospalmblätter. Da habe ich gedacht, da mache ich was draus. Die sind super. Ich habe hier noch ein paar. Da sage ich euch nachher was dazu. Also das sind so meine Vorräte, die ich ergattern konnte. Ich fand Weiß eine tolle Farbe zu Ostern. Und, so, da bin ich stehen bleiben. Egal, ich lasse ihn jetzt dahin. Ja, und dann kam mir natürlich die Idee und ich dachte so, das so als Hasenohren in dem Korb drin, fand ich eigentlich ganz toll. Eigentlich braucht man die gar nicht. Vorher standen sie ganz, ganz super. Ich habe das nämlich schon alles probiert und habe die, so, meine zwei Ohren. Und ich wollte mit einfachen Mitteln tatsächlich einen Hasenkopf nachbauen. Dazu habe ich Trockensteckmasse genommen. Trockensteckmasse bekommt ihr ja bei... Moment, ich zeige euch mal, wie das aussieht, original. So, ich hebe mal meine Heidelbeere auf, weil hier wird alles benutzt, die schönen Sachen. So, Trockensteckmasse bekommt ihr bei Floristik24. Das sind dann also solche Ziegel. Im Gegensatz dazu gibt es ja die Frischsteckmasse, aber das ist die Trockensteckmasse ist stabiler, um so Trockenarbeiten zu machen. Und ich habe jetzt bewusst die Hasenohren wirklich nur hier reingestellt, weil dann kann man auch schnell umdekorieren, ohne großen Aufwand. Man könnte natürlich jetzt den Korb mit Trockensteckschaum füllen und die beiden dann so in den Trockensteckschaum reinpieksen. Mache ich jetzt gar nicht, ist mir eigentlich viel zu aufwendig. Aber und den Trockensteckschaum packen wir wieder weg. In dem Fall aber, ich brauche Trockensteckschaum für eine Hasennase. So, jetzt, Moment, hol ich mal ein Messer. Ach da, hier ist mein Messer. Dazu nehme ich das Messer und schneide das mal so ein bisschen rund, das Ganze, weil eine Nase ist ja auch rund. Ich möchte eine schöne Kugelnase und keine eckige Nase. Und das reicht eigentlich schon. Den Rest gleicht mein Moos aus. Und dann nehme ich Moos. Moos bekomme ich vom Floristen. Bitte nicht im Wald sammeln, das ist nicht erlaubt, sondern beim Floristen. Und hier habe ich ja ein traumhaft schönes Moos. Dann nehme ich einen grünen Draht. Auch gibt es auch wieder alles bei Floristik24, wie den Trockensteckschaum. Pack das Moos so ein. Und dann gibt es natürlich schon so eine schöne, man sieht schon, die Rundung sieht man gar nicht. Dann gibt es so eine schöne Nase. Wickel das alles ein. Und, damit ihr nicht so lange warten müsst, habe ich meine Nase vorgebaut. Hier ist er nämlich schon. Zack. So, hier ist meine Nase von meinem Hasi. Und damit die jetzt nicht so versinkt, und ich wollte ja auch gern Schnurhaare haben für den Hasen, habe ich mir was ausgedacht mit Weide. Und von der Weide sind natürlich am schönsten die Spitzen. Und da war mein Gedanke, unserem Hasen quasi Schnurhaare zu verpassen, ja, oder so einen schönen Hasenbart. Da brauche ich jetzt, also da könnt ihr natürlich viele Zweige dazu nehmen, aber Weide fand ich jetzt einfach schön und mit diesem dunklen Holz. Dann mache ich doch jetzt gleich mal einen kleinen Test. So, und man merkt, wenn man jetzt keinen Trockensteckschaum hätte, dann hätte man so einen schönen Halt. Und es ist natürlich schon schön, wenn man ein bisschen Halt hat. Man hört auch immer, wie es knackt, wenn ich das einstecke. Und das mache ich natürlich auf der anderen Seite auch. Da kommen auch noch ein paar mehr dazu. Kleiner Test. So, also wir haben jetzt ganz viel hin und her überlegt und irgendwie hat uns nur mit dem Moos und mit den Ohren was gefehlt. Dann haben wir gesagt, ob wir jetzt Augen auf die Palmblätter malen. Dann habe ich gesagt, nee, also Augen auf die Palmblätter, Idee verworfen, ist nichts. Dann haben wir auch als nächstes überlegt noch, ob wir vielleicht irgendwie nochmal hier so ein Wachtelei, das war alles irgendwie nichts.
wir haben ziemlich hin und her diskutiert und es kam zwischen der Kundschaft und dann konnten wir auch überlegen und das Rätsels Lösung war tatsächlich, dass die Nase jetzt, also Schnurrhaare hat er genug bekommen mit der Weide und die Nase, die haben wir jetzt letztendlich einfach vorne an den Korb dran gemacht und so, jetzt kann ich das auch mal zeigen und haben mit einem, wir haben die Nase einfach draufgesteckt in die Flechtung rein. Also eine Weide reingesteckt in unseren Trockensteckmasse, nicht nur die Haare hier zur Seite, sondern eins so, haben die Nase draufgesteckt, haben unsere Vase wieder genommen und haben einfach jetzt die Osterhasenvase quasi mit den Frischblumen gemacht. Und jetzt haben wir also unser Blumenarrangement österlich gemacht. Die Nase kann man natürlich dann, weil sie vorne dran ist, auch einen Tick kleiner machen. Aber das ist jetzt das Rätsels Lösung und es hat ein bisschen gedauert. Okay, aber ich finde es mit den Ohren total witzig und die könnte man ja auch in einen Blumenkasten stecken zum Beispiel. Und die Nase auch im Blumenkasten vorne dran. Also da gibt es jetzt ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich finde aber wirklich so den Hasenbart, den fand ich echt süß. Und auch da, ein paar von euch wollen ja sowas ganz gern auch wieder mal per Post haben. Ich habe ja immer so meine Spickzettel, weil das muss ich mal angucken. Und da würde ich euch, da biete ich euch jetzt ein Kombipaket an. Da würde ich dann den Korb, diese zwei Palmblätter, solange Vorrat reicht. Ich habe nicht so furchtbar viele, aber wer zuerst kommt, dann die Weide, der Trockensteckschaum, das Würfelchen, das Moos, das würde ich euch alles zusammen für 45 Euro senden. Diese Körbe, die sich verjüngen, die sind nicht so günstig. Die Weide fällt um. Die sind nicht so günstig. Und der ist also sehr wertig. Und ja, da kommt natürlich das Porto dazu, 7 Euro. Aber das schreibe ich euch nochmal rein. Und dann könntet ihr eigentlich, ja, dann könnt ihr richtig schön österlich dekorieren. Und selbst wenn ihr den Korb nur für Frischblumen nehmt und die Nase, ja, die Hasennase und die Ohren in den anderen Blumenkasten, egal wie. Auf jeden Fall ist das jetzt die Hasenidee und das andere war die Frischblumenidee. Und das ist jetzt das heutige Video und auch wenn wir ein bisschen gebraucht haben, die richtige Lösung zu finden, jetzt haben wir sie. Yeah! Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei seid und ich bin total gespannt, wie immer, was ihr dazu schreibt und was ihr haltet von meinen, ja, von meinen Ideen und sag einfach Tschüss, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.